herzlich willkommen. Einen wunderschönen Morgen, Nachmittag, wie auch immer. Hackerzeit morgen. Hackerzeitzone morgen am Tag 2 der Easter Hack 21 im Jahre 2024, damit es ganz verwirrend wird. Ihr befindet euch im Walhacker D002 und wir sprechen, oder unser Sprecher erzählt euch jetzt was von einem, der Auszug vom Hyperscaler, um auf FOSS-Infrastruktur zu migrieren. Bitte begrüßt mit einem ganz großen Applaus Georg Power. Ja, und da war diese wunderbar schöne Reise und genau, auf die gehen wir. Davor, damit ihr aber kurz wisst, wer hier so eure Reiseleitung durch diesen Kaninchenbau zu Ostern ist, so ganz kurz. Ich mache irgendwas mit Softwareinfrastruktur, DevOps, wie man es nennt, oder Platform Engineering, kann man, glaube ich, alles relativ hin wie her ziehen. Ist auf jeden Fall, am Endeffekt läuft es darauf, Infrastruktur, die andere brauchen, zu betreuen und umzuziehen, weil Cloud haben wir mittlerweile, glaube ich, alle mal gehört, das komische Zeug, wo da die Wolken mit den Regen und so. Und naja, es kommt erstaunlich häufig vor, dass Leute entweder ihre Sachen hier so in einem Rechenzentrum rumstehen haben, in die Cloud ziehen wollen oder von der einen Cloud in die andere. Oder kommt auch vor, feststellen so, ja, ist ja schön, dass wir da irgendwie so eine Abstraktionsschicht und eine Cloud da stehen haben, auf der das alles läuft. Aber wo hängt denn, aber vielleicht will ich das doch mal wieder selber haben. Ich will souverän sein. Und ja, und zu mir, ich bin im OpenStack-Umfeld komplett neu. Was heißt komplett neu? Ich bin da jetzt so 4 Monate unterwegs und das war eine 4 Monate sehr schöne Achterbahnfahrt. Und vielleicht kann ich da vielleicht so, gerade anfangs ist diese Achterbahn leider öfters mal mit Schwung gegen eine Wand gefahren. Wenn ihr nicht die gleichen Abzweigungen nehmen wollt, gebe ich vielleicht hier ein paar Hinweise, wo man sich so komplett verlaufen kann und wo ihr es vielleicht auch nicht machen wollt. Was macht man hier eigentlich? Zum einen, warum überhaupt? Weil ist eine ganze Menge Aufwand für Held klicken und ist da. Dann gehen wir mal ein bisschen spezifischer auf OpenStack ein. Und da gehen wir vor allen Dingen auf diese Sachen, wie ist diese Community und was ist da so, was hängt da drin, die Components. Wording habe ich so genommen, habe ich mich sehr am OpenStack-Projekt orientiert. Ja, dann die spannende Sache so, ich packe mein Deployment. Was kommt da eigentlich alles rein? Also das Netzwerk Disconnect wird uns nachher noch Ärger machen. Und natürlich auch so, wie installiere ich den ganzen Spaß? Und wenn ich dann diese ganze Installation durch habe, dann können wir uns erstmal ganz toll auf die Schulter klopfen. Super, wir haben es geschafft, einen Rechner hochzufahren. Ja, und dann wollen wir das Ding auch noch benutzen. Mit Infrastructure as Code. Und wenn das Netzwerk dann mich wieder gern hat, dann kann ich sogar heute noch interaktiv was zeigen. Und zum Schluss, zum Vorspulen dann in der Aufzeichnung, was ich gerne früher gewusst hätte, Fehler, die ihr bitte nicht macht. Nun, warum eigentlich eine eigene Cloud? Dazu erstmal kurz die Frage, was ist eigentlich Cloud? Weil Cloud ist ein wunderschöner Begriff für Mathematiker. Mir sagt jetzt so, ja gut, es sind doch einfach nur verschiedene Ebenen, die wir übereinander geschichtet haben. Es sind Schnittstellenabstraktionen. Ja, und die gibt es diese 3 schönen Levels, die einem da immer mal wieder im Weg rennen, zusammen mit so einem Bild, was immer so ähnlich aussieht wie hier. Da gibt es dieses IaaS, Infrastructure as a Service, PaaS, Platform as a Service, SaaS, Software as a Service. Ganz grob vereinfacht, alles, wo ihr einfach draufklicken könnt im Webbrowser und da macht da irgendwer was für euch, da seid ihr wahrscheinlich bei Software as a Service. Plattform ist so, hey, ich möchte eigentlich nicht das Ganze komplett machen, aber hey, du machst ja E-Mails, magst du mir mal bitte eine Mailingliste einrichten und wie folgt konfigurieren? Und Infrastructure as a Service ist halt, ich brauche Netzwerk, ich brauche Rechengeräte, ich brauche irgend so eine Serverless-Function, weiß der Geier. Wichtig ist, am Endeffekt läuft das Ganze halt immer noch auf irgendwelchen Servern. Sprich, wir haben immer noch die Speise von Netzwerk ganz unten über Storage und Betriebssystem. Dann kommt irgendwann unsere Laufzeitumgebung bis zu unserer Applikation und Konfiguration. Und die Frage ist halt so, wofür sind wir jetzt eigentlich verantwortlich? So, das so als ganz kurzen Framing, in dem wir uns bewegen. Und zwar OpenStack, kann ich schon spoilern, ist im Infrastructure-as-a-Service-Bereich. Sprich, das versucht euch so diese Sachen mit Netzwerk, Storage, Server und so weiter und so fort abzunehmen. Und alles, was ihr da drüber macht, da habt ihr freie Hand.
warum eigene Cloud und nicht zu AWS, Azure, Google, Alibaba, schlag mich dort zu gehen. Ja, die sind schön und einfach und toll, aber erstens, die funktionieren nur weiter, wenn ich Geld reinwerfe und ich habe nicht wirklich Kontrolle darüber. Und manchmal möchte man ja doch aus Gründen Kontrolle haben, wie man ist zum Beispiel eine Behörde und hat da vielleicht sensible Daten und möchte vielleicht auch die hoheitlich unter Kontrolle behalten und nicht von irgendeinem privatwirtschaftlichen Dienstleister, und zwar einem einzigen privatwirtschaftlichen Dienstleister, abhängig sein, der vielleicht noch in einer anderen Jurisdiktion hängt. Komplizierte Dinge. Ja, und natürlich kam dann auch der Punkt so, na come on, die Software ist Open Source, wie schwer kann das schon sein? Ja. In dem Kontext gibt es noch ein bisschen andere Dinge. Das politische Rahmending in Europa ist da das Gaia-X-Projekt. Ist wichtig, das zumindest mal auf dem Schirm zu haben. Das Gaia-X selber ist nicht mehr so schrecklich aktiv im gesamten ursprünglichen Bereich, im Teilbereich schon. Daraus hat sich dann entwickelt dieses Sovereign Cloud Stack. Und da ist im Wesentlichen das vor allen Dingen in Deutschland gefördertes Modell, das gesagt wird, hey, wir wollen bitte souverän mit unseren eigenen Cloud Stack betreiben können. Wir wollen nicht von irgendeinem Hyperscaler anderswo abhängig sein, sondern wir wollen sagen können, hey, wir kaufen die Hardware, wir holen uns die Dienstleister dazu und dann läuft das irgendwie. Ja, und damit nehme ich auch der Punkt, das Tooling wird entwickelt und ein bisschen auch dein Ansatz, naja, wenn du öffentliche Gelder verwendest, möchtest du bitte auch die Grundlagen möglichst öffentlich haben. Aber gut, zu OpenStack jetzt im Speziellen. Letzter Verwaltungsakt, danach kommen wir zur Technik. Es gibt die Open Infra Foundation. Das ist wiederum ein Konsortium aus mehreren Distributoren. Prinzipiell können du und ich teilnehmen. In der Praxis hat das so 50% Red Hat und ganz viele andere auch noch mit drin. Und die haben ganz viele Projekte und OpenStack ist eins von ihren Projekten. Und haben diese wunderbar schöne Beschreibung. Ja, ist eine Menge an Softwarekomponenten, die man so braucht, wenn man so einen Cloud-Provider spielen will. Cool. Okay, also das heißt so, ja, irgendwelche, ich habe Server. Und ja, hier fängt schon an, tricky zu werden, denn worauf deploy ich das eigentlich? Bare Metal, verstehen wir noch alle, und danach wird es tricky. Genau. Und da geht der Spaß jetzt nämlich los. So, ich hoffe, ihr könnt, ja gut, sehr gut, wir sehen den Mauszeiger. Was ist jetzt eigentlich OpenStack? Die einfache Antwort ist, das sind ganz, ganz viele Projekte, die mehr oder weniger gut miteinander zusammen harmonieren. Und ja, wir sind gerade im Projekt Level 4 gerade reingegangen und da fängt jetzt langsam an, jetzt fangen wir langsam an, Source Code zu sehen. Zum einen, wenn wir es angucken, dann reden wir wahrscheinlich mit so etwas wie einem Horizon. Das ist so ein Frontend. Im Hintergrund wollen wir da ja irgendwas berechnen, dann gibt es da so Instanzen, so gibt es sowas wie Nova oder Sun. Das ist hier nur eine Auswahl, das sind nicht alle Projekte, die da drin sind. Das ist einfach nur so die most common and important ones, die ich mir gerade nochmal von der Webseite gezogen habe. Swift, Cider und Marina sind alles Datenstorages. Und ja, entsprechend können wir uns hier so weiter durchhangeln. Und das ist nur die Software an sich, die irgendwas bereitstellt. Also zum Beispiel, das Swift stellt mir einen Blob Storage bereit. Und dann läuft die Software ja nicht im Vakuum, sondern das ganze Spaß muss deployed werden. Also kommen wir in diese ganze Spaß, wie wird das Zeug eigentlich deployed? Für den Stream, hier unten. Wie integrieren wir das eigentlich mit anderen Baustellen? Vielleicht haben wir noch ein Ticketsystem, was uns irgendwie Dinge tut, wir wollen monitoren, wir wollen wissen, was da eigentlich unsere Infrastruktur tut. Genau. Und dann gibt es diesen Sack an Services. Okay, gut, kann man jetzt mal mitarbeiten. Dann war es jetzt genug so okay abstrakt und jetzt mal gucken, was will ich denn ganz konkret haben? Ich möchte da etwas deployen, weil ich von einem Hyperscaler wegziehen möchte, weil ich sage, hey, wäre doch cool, wenn ich da das nicht die Server immer händisch aufsetzen muss, mit Ansible, aber ist halt immer noch tricky manchmal. Also, was wollen wir haben? Wir sagen, wir wollen virtuelle Maschinen haben und die brauchen aber noch ein geteiltes Netzwerk, Laufwerk, weil irgendwelche Nutzer halt interaktiv auf den Dinger rumklicken, aber weil so Laptops verloren gehen und ich vielleicht auch zentral überwachen will und Leute auch instant aussperren können möchte, weil das manchmal eine Anforderung ist, oder. Oder vielleicht auch, weil ich mit Leuten mir den Bildschirm teilen möchte und ich den gleichen Laptop haben will hier, oder wenn ich mir deinen Laptop ausborge und ich trotzdem an dem gleichen arbeiten kann. Ja, OCI-Container oder besser bekannt als Docker-Container.
alles das, was ihr in einem Kubernetes und sonst wo drin laufen habt, weil man mittlerweile relativ viel Software daran läuft. Und das ist jetzt erstmal stateless, also müssen wir irgendwie noch den State wieder reinziehen. Ja, wir brauchen Storage. Cool, okay, ich hab meine virtuellen Desktops, ich hab irgendwas, mit dem ich berechnen kann, ich kann speichern. Ja, mit dem reden können, wäre noch cool, also bin ich bei DNS. Authentifizierung, typischerweise möchte ich nicht alles für die ganze Welt teilen, sondern habe so ein paar Dinge, die ich vielleicht für mich behalten möchte oder vielleicht ein bisschen graduieren möchte, dass mir nicht alle das überschreiben und diesen Spaß. Und zu guter Letzt, vielleicht habe ich ja nicht nur, also ja, wir sind alle mutig und wir testen alle auf Produktion, bitte nicht. Also haben wir dann den Punkt, wir müssen irgendwie noch verschiedene Nutzergruppen handeln. Was ist, wenn vielleicht, wir sind eine Universität und vielleicht hat er ja eine Forschungsgruppe und wir wollen nicht, dass die eine Forschungsgruppe, nur weil die gerade viel zu berechnen hat, die Ressourcen für alle anderen wegfuttert. Also kommen wir da wohl auch nicht ganz dran vorbei. Cool. Jetzt wissen wir unseren Use Case. Gucken wir mal, wie wir das abgebildet bekommen. Gibt es diese wunderbar schöne Webseite OpenStack Components. Und ja, da sind sie dann alle aufgelistet. Da dann nicht mehr in so einem wunderbar schönen Bild, sondern die haben alle ein wunderbar schönes Icon dazu. Und dann gehen wir jetzt mal da durch. Und nicht erschrecken, wenn jetzt hier Namen auftauchen, die ihr euch nicht merken könnt. Die könnt ihr nachlesen und ich habe auch mit den Namen manchmal noch ganz schön zu struggeln. Virtuelle Maschinen. Nova nennt sich unser Dienst. Wir wollen Container. Jetzt wird es schon tricky. Es gibt Container-Services. Aber welchen wollen wir nehmen? Wollen wir Magnum nehmen? Das ist so eine vereinheitlichte Schnittstelle, damit OpenStack, wir haben ja gerade gesehen, so Cloud-Provider, ja, das ist, also ich möchte die Ressourcen auch zentral verwalten können. Ja, und dann brauche ich natürlich vor so einem Docker Swarm, Kubernetes, Apache Mesos und was es noch alles gibt, muss ich ja was davor setzen. Ja, dann gibt es aber noch Xan. Oder Victoria? Jetzt haben wir plötzlich schon drei verschiedene Varianten, wie ich meine Container eigentlich betreiben kann. Und dann kam der Punkt, wo wir in einer Situation, in der ich war, dann entschieden haben, ja, also wir haben hier gerade diese ganzen Komplexitätsebenen durch dieses OpenStack mit der Synchronisierung, Overhead und dahinter müssen wir immer noch das Kubernetes betreiben, in unserem Fall, und dann so, vielleicht will man ja auch doch einfach ein klassisches Kubernetes einfach so direkt betreiben und das Ganze sparen. Das ist tatsächlich eine Quintessenz, die ich, ein bisschen mitnehmen muss. Wenn man jetzt eine große Gruppe ist, dann ist es alles hübsch. Wenn man aber eher so eine kleine Gruppe ist, dann ist so ein Vanilla oder vielleicht sowas nativ deployen manchmal auch gar nicht so schlecht, weil spart Komplexität. Aber gehen wir weiter. Storage. Wir haben ein Object Storage, Swift. Das Coole ist, es ist eine Realität, 70% Marktanteil hier irgendwie hat so ein AWS. Das heißt in der Konsequenz, wenn ihr davon umziehen wollt, wird es in den größten Teil der Fälle sein, dass ihr die Kompatibilität zu diesen Schnittstellen braucht. Das Schöne ist, Swift zum Beispiel bietet so eine S3-Kompatibilität. Also muss man konfigurieren, ist ein bisschen tricky zu konfigurieren, geht prinzipiell. Ansonsten hat es auch seine eigene API, aber manchmal ist API-Kompatibilität noch was ganz Nettes. Dann will man das vielleicht noch nicht nur an einem Server haben, dann hat man es über mehrere, dann hat man da Ringe, die machen am Endeffekt nichts weiter als ein Lookup, so hey, wie heißt denn dieser Pfad, unter dem den du ansprichst und wo liegt denn das physikalisch? Weil vielleicht will ich das ja replizieren aus Verfügbarkeitsgründen oder so. Ja, dann brauchen wir irgendwie Netzwerk, also kommen wir plötzlich an einem Block Storage nicht mehr vorbei, nehmen wir Sander. Network File System Manila. Und weil wir schon ein bisschen Cloud wollen und nicht nur wieder eine weitere Sache, die wir mit KVM bauen können, ja, vielleicht wollen wir auch so eine Database as a Service, die unsere Endnutzer dann einfach klicken können und sagen, ich brauche jetzt übrigens eine Database und die muss irgendein SQL-Dialekt können. Ja, das tut dann mein drauf. Cool. Und dann haben wir natürlich noch diesen ganzen Kleber, der das Ganze am Ende auch zusammenzieht. Weil wir haben da so eine VM, die muss auch noch ins Netzwerk. Also irgendwie müssen die Dinge, und ich möchte mein Netzwerk ja zentral managen und vielleicht will ich ja sowas wie Network Security Cubes oder so bauen. Ja, da bin ich plötzlich bei Neutron. Load Balancer, klassisches Ding, was in fast jedem Cloud-Provider Deployment irgendwo drin hängt. In Octavia. Muss man jetzt überlegen, für welchen Service will man die? Manche Services haben ihren eigenes Load Balancing. Ja, DNS. Du möchtest ja auch gleich, dass alle Komponenten, die ich da habe, also sei es diese VM, sei es eine Workload, sei es dieser Container Engine, dass sie ein gemeinsames DNS haben, bin ich bei Designate. Authentifizierung, Keystone.
Ja, und dann das ganze Sentiment Handling, das ist tatsächlich mein nativer Teil. Cool, alle abgehangen, sehr gut. Dann gucken wir uns das jetzt nochmal als Bild an, damit man vielleicht ein bisschen, weil diese Liste nicht ganz so gut funktioniert. Ja, das ist, ja, richtig, das ist, wie man einmal Nova deployt. Also, dieses Nova, das ist unser schönes Nova am Ende. Das muss allerdings natürlich, irgendwo muss die Authentifizierung sein, der ganze Passwort gemonitort, irgendwo liegen Images, weil so eine VM braucht ja erstmal ein Image, von dem es bootet. Genau, das muss ja irgendwo liegen. Braucht das irgendwie ein Netzwerk, ja, da ist unser Neutron drin. Und so fort. Und dann haben wir, ja, die muss ja irgendwie ihre Daten rein, braucht ja irgendwo Speicher, ja, da kommt noch ein Sender. Wo backupen wir das? Ah, das landet jetzt im Swift. Wir wollten doch eigentlich nur eine VM aufbauen. Ja, und dann dürfen wir diesen ganzen Spaß mitbauen. Mit 3 Metern Abstand, ja, überall anders sind Dinge wunderbar schön paketiert, dann macht das euer Betriebssystem, macht das für euch und dahinter stehen Leute, die genau dieses Zeug bauen. Aber so, das ist so als ganz groben Überblick, was denn da jetzt so alles da reinspielt. Ja, und da haben wir jetzt natürlich noch keine großen Sachen gemacht. Das ist erstmal nur so eine einzelne VM, die vielleicht, auf der ich dann klicken kann und dann sagen kann, cool, ich habe nicht mehr mein Hardware hier, sondern ich gehe darüber über Fernzugriff, weil, ja cool, wenn mein Rechner hier abbrennt, das Ding im Rechenzentrum steht noch. Ja, da tue ich jetzt natürlich OpenStack, wenn ich das nur so darstelle, ein bisschen schlecht, weil natürlich, das Ding kann, damit kann ich plötzlich auf jeder einzelnen Schnittstelle jetzt überlegen, wie verfügbar will ich sein, welche Skalierbarkeit will ich haben. Ich habe hier einen kleinen netten Laptop, aber was ist, wenn ich da jetzt, keine Ahnung, 64 Kern CPU und 130 GB RAM schnell brauche, weil ich halt so eine Anwendung habe, die zwar irgendwie interaktiv und grafisch ist, aber trotzdem die Ressourcen gerade gerne hätte, ich aber nicht permanent eine Workstation haben will. Ja, und an der Stelle kommen wir jetzt dazu. Bei unserem Host unserer Wahl haben wir uns ja wahrscheinlich viele schon mal irgendwo schnell eine VM geklickt. Ja, genau, das kann ich jetzt plötzlich hier tun. Ich gehe dann da über mein Horizon, über mein Interface oder halt über die Software oder Infrastructure Service Code ran, sage, hey, stell mir mal bitte eine VM mit folgender Parametrisierung hin. Da haben wir es stehen. Und wenn irgendwie, wer sich mit Terraform-Sachen etwas mal zu tun hatte und das dann bei irgendeinem Cloud-Provider gesetzt hat, oder mittlerweile ist ja eher OpenTofu, aber da hat man im Endeffekt, man definiert ja genau die gleichen Sachen. Man braucht im Netzwerk, ja, und wir müssen es jetzt halt auch noch betreiben. Also, installieren wir mal. Was kann denn schon so schlimm sein? Ja, wir hatten hier gerade eine sehr, sehr, sehr viele Teile und die müssen natürlich irgendwie zusammen orchestriert werden. Also, haben das zum Glück schon mal Leute vor einem gemacht und ist ganz vieles automatisiert. Es ist toll. Und es ist alles schön vorbereitet. Wenn ich jetzt sage, ich bin einfach zum Use Case, ich habe einen Single Node. Also hier, ich habe jetzt diesen einen fetten Server. Und da läuft der ganze, das soll jetzt alles machen. Cool. Jetzt, das ist noch das einfache Setup. Und dann sagen wir, aber was ist denn jetzt, wenn dieser eine Server mal down ist oder mal neu startet oder keinen Strom hat oder weiß da was? Ja, dann sind wir plötzlich schon bei einem Multinode-Setup. Dann haben wir dann hier den nächsten daneben und hier den nächsten. Ja, und jetzt haben wir natürlich schon das Problem so, dann sind plötzlich ein paar mehr Designentscheidungen. Und das ist jetzt an der Stelle keine OpenStack-Eigenschaft mehr, sondern jetzt sind wir plötzlich, wir haben eine hohe Komplexität einfach durch, was wir alles so an Infrastruktur da eigentlich hingestellt haben. Und ja, da müssen wir natürlich jetzt entscheiden. Und unser Tooling und unsere Automatisierung, die wir für die Installation benutzen, muss das auch unterstützen. Weil es gibt sehr viel Automatisierung für diese Installation, aber es ist nicht jeder unterstützt für alles. Außerdem habe ich hier gerade von einem Server geredet. Wir müssen ja nicht auf einem Server installieren. Wir können jetzt nämlich unsere wunderbar schönen Inception-Move nachbauen. Vielleicht schön, wenn ich so Blech rumstehen habe und darauf installiere. Was ist aber, wenn ich sage, eigentlich brauche ich das jetzt nicht so permanent, sondern ich klicke mir bei meinem Provider meiner Wahl eine virtuelle Maschine. Oder da ist schon wer, der hat ein OpenStack. Ich bestelle mir dort so ein Nova und deploy das da drauf. Warum nicht? Und Container, ja, ich kann so ein OpenStack komplett containerisiert deployen. Das hat sehr viele Vorteile, weil ich habe so ein paar Immutability-Dinge. Ich habe eine
besseren Überblick darüber, was ist jetzt eigentlich auf dem System. Wenn da irgendwas driftet, habe ich eine bessere Chance, das mitzubekommen. Ja, und wenn wir einmal auf Containern sind, warum das Ganze nicht eigentlich gleich in einem Cluster betreiben? Weil wir haben da Container, es gibt schon Cluster für Container. Wir können doch auch unser OpenStack, was uns diese ganzen Schnittstellen bereitstellt, mit denen wir irgendwelche virtuellen Server, können wir auch irgendwo betreuen. Ja, aber im Endeffekt kommen wir trotzdem wieder dran, irgendwo muss es einen physikalischen Server geben. An dem kommen wir nicht vorbei. Auch wenn wir ihn vielleicht so gut wegabstrahieren können, dass wir ihn nicht wiederfinden. So, und dann schon mal ein kurzer Hinweis. Wer jetzt das jetzt deployen will und sagt so, okay, cool, ja, VM kann ich mir klicken, alles cool. Plant Ressourcen. Ein OpenStack-Deployment so auf Hardware, wenn ihr das in 2 bis 3 Stunden durchhabt, für den Fall, dass es nicht nur so ein Minimal-Deployment ist, sondern wo diese ganzen Dienste, die sich untereinander kennenlernen müssen, synchronisieren müssen, da geht Zeit drauf. 2, 3 Stunden sind bei sehr potenten Servern trotzdem schnell mal vergangen. Und ja, 30 GB RAM sind nicht viel. Tut mir immer ein bisschen weh, wenn ich irgendwie, ich komme ursprünglich mal aus dem High-Performance-Computing, wo aber bitte ganz hohe Effizienzauslastung und bitte nur Payload da drin. OpenStack ist großteils in Python geschrieben und Python hat manchmal halt, braucht manchmal ein bisschen Speicherhandling. Ja, man kann es dem Ding beibringen. Ja, das kriegt man auch ein bisschen schöner hin und in performant. Und Python kann man sehr schön performante Sachen machen. Aber damit ihr das machen könnt, braucht ihr das Deployment erstmal da stehen. Und ihr müsst erstmal wissen, woran, an welchem Stellschrauben ihr drehen wollt. Also für so mal so schnell testen, 30 GB RAM ist nicht viel. Und wichtiges Feature noch, wir arbeiten hier sehr viel mit Virtualisierung. Ihr wollt die VMX oder SVM-Features an der CPU haben. Also sonst läuft es auch, aber sonst macht ihr diese ganzen Abstraktionen mit sehr, sehr vielen Rechenschritten. Damit könnt ihr dann heute anfangen und zum nächsten Easter Hack mal erzählen, ob der dann durchgelaufen ist. Das sind Features, die braucht ihr. Also das ist jetzt nichts mehr so leichtgewichtiges und ja, ich mache das auf meinem Raspberry. Falls es wer auf dem Raspberry macht, ich will es sehen. und ich will gratulieren. Genau. Und damit das erste Rabbit Hole, beziehungsweise das schlimmste Rabbit Hole von allen, nämlich, wie installieren wir das jetzt? Weil, ja, es ist so ein großes Projekt und wir hatten ja gerade festgestellt, so, wenn wir jedes Projekt einzeln, wir müssen es einzeln installieren, nur weil ich so einen Zeiler installiert habe, ist der ja noch nicht konfiguriert, also muss ich ihn noch konfigurieren, aber da müssen ja die ganzen Dienste sich kennen. Also, ich möchte irgendwelches automatisiertes Tooling nehmen. Und ich habe nicht alle aufgelistet, ich habe nur die prominentesten, die mir über den Weg gelaufen sind. Ich bin mir sicher, absolut sicher, dass ich 1, 2 wirklich sehr gute und sehr schöne Tools einfach nicht gefunden habe. Weil, ja, wie deployen wir den ganzen Spaß? Die einfachste Variante, so jedes Betriebssystem hat eigentlich so mit ein Install OpenStack. Manche werden offiziell supported, andere nicht. Manche sind die Ports sehr schön, bei anderen schwieriger. Das ist, wenn ich auf so einem Rechner bin. Wenn ich aber sage, ich habe schon einen Kubernetes-Cluster rumliegen und der hat nichts zu tun und ja, warum sollte man nicht eigentlich mal ein bisschen skalieren? Ja, es gibt OpenStack als Helm-Chart für alle Leute, die gern mit Helm-Charts arbeiten. Das Ding läuft tatsächlich sogar einigermaßen schön. Ja, und jetzt kommen Namen, die mir davor, bevor ich mit diesem OpenStack angefangen habe, noch nie über den Weg gelaufen sind. Kayobe, Colla. Colla war die Idee, hey, wir könnten ja so ein Deployment ja mal in Container packen. Währenddessen das davor so. Colla Ansible ist, ich sehe gerade ein bisschen verschmerztes Gesicht aus dem Publikum. Nein, das ist gar nicht so die allerschlimmste Idee, sogar eine ziemlich gute, wenn man mit ein bisschen Abstand, weil die Idee ist, ja, okay, es ist mit Docker, du musst andererseits sehr viel Hardware-Durchgriff haben, sprich, du kommst des ganzen tollen Privilegien, Protection und so, die du schön im Kubernetes machst, willst du vielleicht doch nicht haben, aber du willst trotzdem dieses Feature mit, hey, meine Software ist auf dem Stand und ich weiß genau, auf welcher Version und ich kann sie binär rüberflippen, indem ich sage, Container down, nächster Container hoch. Ja, und da kamen Leute auf die Idee, Ansible ist cool, um zu automatisieren. Docker-Container sind irgendwie auch ganz nett. Lass mal zusammen machen. Rausgekommen ist Colla Ansible. Und es hat einen riesen Vorteil, wenn man damit anfängt. Ihr habt ja sehr viel zu konfigurieren und sehr viele Einstellungen. Colla Ansible ist opinionated. Es hat Meinung und die hat es sehr deutlich. Aber das heißt auch,
um es erstmal hinzustellen, es hat gewisse Einstellungsfeatures. Und es hat gewisse Defaults, die mehr oder weniger Spaß machen. Und ja, und ihr habt natürlich trotzdem dieses ganze Ansible-Tooling, könnt ihr dann trotzdem noch mit nutzen. Und das ist, wird dann relevant, wenn ihr sagt so, hey, vielleicht müsste ich da mal noch einen Server dazustellen. Und ich möchte das bitte nicht händisch machen, weil dann tut's weh. MicroStack. Dann gibt es Sunbeam. Auch das ist dann, das sagt, okay, wir machen es jetzt nicht mit dem Helmchart, sondern wir bauen Operators fürs Kubernetes. Dann gibt es noch Charmed OpenStack. Und dann gibt es noch diese ganz alte hässliche Variante für alle, die so ganz alte C-Programme noch gebaut haben. DevStack, du arbeitest wunderbar schön, allerdings nicht mit, nur mit Shell-Skripten, weil die Welt ist immer noch Python in diesem Umfeld. Ja. Und ich kann spoilern, ich habe nicht alle angeguckt. Ich habe jetzt hier die blau hinterlegt. Das sind die, mit denen ich mal versucht habe, den Spaß zu deployen. Ach ja, und trotzdem bei jedem habe ich diese ganzen Parameter. Und es ist nicht mehr so trivial zu sagen, wo ändere ich denn jetzt eine Konfiguration, zum Beispiel mit so einem Caller Ansible, wenn ich weiß, ich ändere hier eine Konfiguration, aber damit die in diesem Container ist, muss die eigentlich zur Startup-Zeit, also was passiert da alles? Ah, da muss ich also den Container dann auch neu starten, aber ah, der macht das dann über einen Volume Mount, damit man das vielleicht doch nicht jedes Mal neu starten muss. Viel Spaß, das ist wirklich jetzt nicht mehr vortragsgeeignetes Material, das ist dann Hands-on-Workshop-Spaß. Für einfach mal schnell einen OpenStack stehen haben, ich empfehle DevStack. Der Nachteil ist von DevStack, ihr wollt das auf gar keinen Fall auf physikalische Hardware machen. Warum? DevStack sind ganz viele Shell-Skripte, die wollen nicht als Root laufen, aber sie sind sehr unglücklich, wenn sie nicht mit sudo sich ohne Passwort jederzeit Root holen können, diese Skripte. Und sie schreiben sehr viel im Betriebssystem rum. Ihr wollt mit dem Betriebssystem davor und danach nichts anderes machen. Und ich glaube, die Update-Routinen funktionieren danach noch, aber es konfiguriert wirklich viel um. Deshalb, das macht sich in einer virtuellen Umgebung, die ich danach wegwerfen kann, ist das schön. Ich will da das Deployment drauf treiben, was die nächsten 10 Jahre stabil laufen muss. Vielleicht. Ich habe es nicht ausprobiert. Cool. Dann haben wir also diese ganzen Toolings. Und nein, ich werde euch jetzt nicht durch diese 2 Stunden Installationsroutine durchziehen, zumal das tatsächlich dann im Zweifelsfall relativ einfach geht, sondern benutzen wir den Spaß jetzt mal. Terraform, ob man das jetzt mit Terraform oder mit OpenTofu oder womit auch immer baut, ist am Endeffekt relativ egal. Das Schöne ist, es gibt einen Provider und ich habe es jetzt installiert. Mein OpenStack steht und cool, ich sage, ach ja, dieses OpenStack muss jetzt auch natürlich auch alle Dienste haben. Also ich muss ein Nova installiert haben, wenn ich eine VM requesten will. Ich muss entsprechend meine anderen Engines da haben. Aber es gibt diesen Provider. Auf der klassischen Seite von Terraform findet man auch die ganzen Provider-Informationen. Und da könnt ihr wirklich so alles, was wir vorhin hatten, im Wesentlichen jedes Projekt hat sich darum gekümmert, da mit Infrastructure as Code verfügbar zu sein. Cool. Und Stolperstein, weil es ist, ihr habt euren Provider, aber die Ressourcen, die dieser Provider bereitstellt, sind natürlich nicht kompatibel mit AWS, Azure, bla bla bla. Und ja, jetzt habt ihr vielleicht da ein Deployment, was wunderbar schön viel auf Terraform basiert ist. Ihr müsst anpassen. Und je nachdem, wie viel Abstraktionslayer ihr davor, wie smart oder weniger smart reingezogen habt und wie gut ihr das auf dem Schirm hattet, ja, das ist ein Aufwand und ihr könnt teilweise Ressourcen nicht 1:1 übertragen. Zum Beispiel sowas wie eine Lambda-Funktion. Könnt ihr euch dann einen Container bauen, mit dem ihr diese Funktion ausführt, aber sozusagen diese ganze Pipeline gibt es jetzt quasi nicht fertig. Je nachdem, wie tief ihr da integriert seid in die spezifischen Sachen, könnte es halt sein, dass ihr ein bisschen Schnittstellen ändern müsst. Prinzipiell könnt ihr aber genau die gleichen Dinge tun. Wenn ihr super, super spezifisch von irgendeinem Hyperscaler euch auf dessen Module eingeschossen habt, vielleicht doch neu schreiben. Es spart vielleicht am Ende Zeit. Also erst Requirements rausziehen, überlegen, was braucht ihr und danach könnt ihr sie rausziehen. Ja, jetzt ist es damit ja nicht getan. Dann habt ihr ja vielleicht noch irgendwelche Software, die ja intern, ja, soll man vielleicht nicht hart codieren, aber irgendwie braucht sie trotzdem so eine S3-Schnittstelle. Das Schöne ist, Swift und so, die lässt sich halt einrichten. Und das andere Ding ist,
Ja, aber ich habe meine Software und die erstellt mir meine VMs und deployt darauf dann mit Ansible irgendwas und danach reißt es die wieder ab. Und eigentlich möchte ich das ganze Scripting darum nicht umstricken, aber das ist jetzt halt sehr auf EC2-Instanzen gemappt. Ja, es gibt dann diesen netten Dienst, den ihr installieren könnt, EC2-API, der eine fast vollständige AWS-Äquivalent zu einer virtuellen Maschine bereitstellt. Fast, es gibt zwei Stellen, wo es nicht ganz tut. Wenn ihr genau diese Features braucht, neu schreiben und überlegen, wie ihr es abbilden könnt. Ist halt prinzipiell ein Cloud-Provider. Hat allerdings jetzt natürlich diesen Riesenvorteil. Ist ein Cloud-Provider, aber wenn Hoster 1 euch nicht mehr gefällt, könnt ihr das ganze Software bei Hoster 2 genauso deployen und dann müsst ihr sie nicht mehr ändern. Und es gibt mittlerweile auch tatsächlich ein recht großes Ökosystem, wo ihr euch fertige oder halbfertig vorkonfigurierte OpenStack-Services und Features mieten könnt. Macht die Foundation selber genug Werbung, muss ich jetzt keine Namen bringen. Aber wenn ihr irgendwann feststellt, so, hey, wir wollen das echt gerne machen, wir wollen damit kreativ sein, aber nicht, Geld drauf werfen, ist in dem Fall tatsächlich ausnahmsweise hilfreich. Außerdem, das sind auch tatsächlich die es entwickeln. Ja, und jetzt wollen wir es interaktiv benutzen und dafür muss ich natürlich jetzt mal gucken, dass meine. So, dann gucken wir mal, ob ich mein Netzwerk wegbrüche. Brauche ich nämlich erstmal wieder ein Netzwerk. Weil im Netzwerk. Das Open, das finde ich jetzt nicht so hübsch, dass ich das nicht kriege. Gucken wir mal, ob ich es jetzt hier oben kriege. Eben hatte ich sie unten noch. Hintergrund ist das Connector. Weil sonst wird natürlich jetzt die Live-Demo etwas schwierig, wenn ich kein WLAN habe und das kriege ich das nicht mehr durch den SSH-Tunnel durch. Ja, gut, dann Available Networks. Irgendwo. Ja, sehr schön. Ich sollte es auch wieder haben. Ja, dann einmal. Cool. Und dann gucken wir mal, ob ich mich jetzt einloggen kann. Ja, sehr schön. Wir kommen. Und so sieht jetzt zum Beispiel ein OpenStack Deployment aus, wenn wir uns dann jetzt im Horizon das Ding angucken. Und jetzt schauen wir hier. Ich kann ja auch mal ein bisschen gucken, ob ich es größer kriege. Dann haben wir natürlich hier diese verschiedenen Klassen, die ich jetzt hier einfach mal in diesem Test-Deployment reingesetzt habe. Wir haben Compute, wir haben Volumes und Netzwerkdinge. Was ist bei Compute? Ich kann irgendwelche Schlüsselpaare generieren, weil, vielleicht vertraue ich meiner Maschine, auf der ich gerade bin, nicht und ich möchte einen SSH-Schlüssel generieren. Dann sage ich, erzeugen wir mal bitte ein Schlüsselpaar. Ich will jetzt einen SSH-Key generieren, weil ich den dann auf meiner VM brauche. Dann sage ich, create pair. Und da bietet er mir an, den jetzt irgendwo runterzuladen. Ja, mache ich jetzt nicht. Aber prinzipiell ist dann der Public Key ist dann hier hinterlegt. Und den kann ich dann zum Beispiel hinterlegen auf VMs. Und da habe ich dann die gesamte Integration. Die Zugriffssteuerung darüber kann ich wiederum über meinen Keystone abbilden. Ja. Ich kann irgendwelche Images hinterlegen, hier ist jetzt einfach mal das Demo-Beispiel dahinter, und sagen, gut, ich möchte gerne einen neuen Server generieren. Ja, dann gehen wir doch mal durch diesen Spaß. Wir sind hier im Demo-Projekt, wir nennen sie EH21, unsere Easter Hack. Ich bin gerade ein bisschen langweilig, was die Description angeht, und dann können wir natürlich sagen, wie viele von diesen Instanzen will ich jetzt eigentlich anlegen, weil eine mehrere. Wir haben Ressourcen, lassen wir uns doch mal zwei anlegen. Dann muss ich jetzt natürlich entscheiden, welches Image wollen wir, was wollen wir da nehmen, und hoppala, müssen wir ein bisschen scrollen. Und dann habe ich halt genau ein Image hinterlegt, sage ich, genau das möchte ich jetzt deployen. Und genau, wie viel Speicher will ich dem Ding geben, gebe ich dem mal 2 GB. Jetzt kommt die spannende Frage, auf welcher virtuellen Maschine möchte ich das haben? Ja, ich kann mich ja auch andere definieren. Ich sollte nichts definieren, was größer ist als das, was meine Server dahinter können. Ich würde sagen, wir können sie aber eigentlich mal auf diesem Konversor. Ja, nehmen wir den, da bin ich mir zumindest sicher, dass der Server ist noch, auf dem das ganze Spaß läuft, abbilden kann. Ja, und jetzt kann ich jetzt schon meine Instanz hochfahren. Ich könnte jetzt noch hier und irgendwie beim Netzwerk
überlegen, wie ich es da eigentlich konfiguriert haben möchte. Möchte ich es im Private oder ein Shared Netzwerk setzen? Ich setze es einfach mal in das Shared Netzwerk rein, was wir irgendwo mal angelegt haben. Und dann launchen wir die Dinger. Ja, und jetzt fängt er an. Und es läuft jetzt wahrscheinlich sogar relativ schnell, uns unsere beiden Instanzen gebaut haben. So, können wir mal auf eine gehen. Genau, jetzt fährt sie hoch. Und können uns jetzt hier... Warten mal, dass wir einen Log bekommen. Ist sie schon oben? Sollte jetzt langsam mal... Theoretisch sollte sie gleich mit Loggen anfangen. Hat er sie? Oder sonst gehen wir auf die andere, wenn die gerade noch... Also ja, die Server, die ich da jetzt im Hintergrund habe, sind jetzt nicht die alleraktivsten. Ja, sehr schön. Dann kriegen wir jetzt auch unsere. Und jetzt sehen wir, ah, okay, wir haben da im Image ein Linux und dann fährt das irgendwie lustig hoch. Ja, irgendwie habe ich hier noch ein paar Sachen noch nicht ganz sauber konfiguriert in dem Image, beziehungsweise in dem Demo-Image war es noch nicht ganz. Ich setze hier gerade sehr stark auf das DevStack-Code auf, weil ja, ist halt für eine Demo, fände ich mit am schönsten zu bauen. Genau, und dann stellt er fest, so, ah, okay, da sind jetzt keine EC2-Metadata-Dinge konfiguriert. Genau. Und bei etwas anderen Netzwerksinteraktionen könnte ich jetzt auch hier noch live auf die Konsole gehen. Jetzt würde er allerdings nur sehr, sehr lange warten, weil ich den Port einfach gerade firewall-mäßig nicht freigegeben habe. Hintergrund ist, ich habe natürlich auch die ganzen Härtungsmaßnahmen und so, gerade für dieses Demo-Beispiel jetzt nicht deployed. Ja, aber gehen wir mal auf das Volumen, also den Speicher, den wir dahinter kleben konnten. Das sind zum Beispiel unsere gerade eben frisch generierten Speicher, die er gerade dafür, die gerade reingezogen hat. Wir sehen, wo sind sie deployed und können jetzt hier natürlich auch wunderbar schön diverse Dinge davon tun. Wir können einen Snapshot generieren, was vielleicht manchmal mit, ich möchte es ja später wieder nutzen. Also hier habe ich jetzt plötzlich diese ganzen Automatisierungen und das ist jetzt quasi wirklich nur mal für so einen Nova-Fall. Ja, und das Ganze kann ich halt jetzt wunderbar schön interaktiv abspielen. Und ja, da kann man sich dann definitiv dann noch einmal durchklicken, aber das war jetzt halt im Horizon und Skyline ist quasi so das Projekt, was Horizon ablösen will. Ist aber, ich sag mal so, noch Work in Progress. So, und da wir ja hier irgendwie in so einer kollektiven Selbsthilfegruppe in diesem Kaninchenbau gelandet sind, was hätte ich denn lieber gerne früher gewusst? Oder so Dinge, über die ich gestolpert bin. Zum einen, ja, dieses Projekt ist groß. Das wie groß habe ich unterschätzt. Und ich glaube, ich bin nicht die einzige Person, die das wie groß unterschätzt hat. Dieses Projekt ist groß. Die Anzahl der Leute, die daran arbeiten, die Ressourcen sind endlich. Das führt dazu, dass gewisse Dinge nicht so oft angeguckt werden. Oder sie laufen ja in dem spezifischen Setup und in dem Setup, in dem die Leute unterwegs sind. Und ja, das ist mir einfach gestern mit, ich habe in der Nova-Doku rumgeklickt, weil es dann doch nicht ganz so gelaufen ist, wie ich erwartet hatte. Ja, da, ja, wir haben 2024. Es war aber leider nicht mehr so ganz aktuell. Mit kurz schauen in Code, wusste ich dann, was zu tun war, aber OpenStack zu deployen, und wenn man keinen Code lesen kann, ich würde es nicht empfehlen. Ihr werdet nicht dran vorbeikommen, ein bisschen Python, ein bisschen Shell-Skript, ein bisschen, was auch immer gerade noch notwendig ist, zu lesen. Und das sollte, und das einigermaßen souverän damit dem Code arbeiten können, ist sehr hilfreich. Das andere, für die großen Cloud-Provider nimmt die Suchmaschine eurer Wahl das bereits als Vorschlag, was dann kommt. Wer wusste vor diesem Talk, was ein Nova, was ein Horizon, was diverse andere, Mania oder so sind? Ihr müsst wissen, welche Komponente das ist, damit ihr eine Chance habt, das in dieser Doku zu finden. Ihr müsst wissen, dass auch diese Komponente die ist, die betroffen ist. Nur weil eure virtuelle Maschine bei eurer Nova nicht hochkommt, kann das Problem auch sein, dass es Cider im Hintergrund ein Problem hat. Das ist manchmal etwas tricky. Die Dokumentation ist allerdings tatsächlich, die ist nicht tot, anders als das hier suggerieren könnte, die ist aktiv in Entwicklung. Leider führt das auch dazu, dass man manchmal, wenn man auf OpenStack ist, da ein bisschen in kleine Dinge reinläuft. Ach ja, und ihr wollt unbedingt wissen, welche Version ihr hier gerade deployed habt. Es gibt
ein paar How-Tos und wie man Dinge deployt. Das Problem ist, sie sind meistens für den genau einen spezifischen Satz und nicht allgemeingültig. Und so die Dinge, die ich am häufigsten bei den diversen Deployments drüber gestolpert bin. Ihr habt ein OpenStack-Token-Issue. Ja, OpenStack bietet auch noch ein CLI-Tool an, mit dem ich mit dem ganzen Cluster reden kann, weil warum auch nicht. Guckt, greift man eure Umgebungsvariablen nach OS oder OS-irgendetwas. Das sind die Umgebungsvariablen, mit denen es sich authentifiziert, das OpenStack. Die Fehlermeldung, die es sonst bringt, fand ich nicht super intuitiv. Das andere ist, ihr wollt euch einloggen, dafür ist der Keystone. Dieser Keystone braucht eine Datenbank im Hintergrund. Wenn die falsch konfiguriert ist, upsie. Ja, ihr könnt diese Datenbank durchaus auch im OpenStack, vom OpenStack managen lassen. Aber ihr seht, wir haben hier gerade einen Zyklus. Authentifizierung in der Datenbank über Keystone. Keystone guckt in die Datenbank. Keystone, Datenbank. Also meine Lösung war, ich habe eine Datenbank einfach noch händisch dahinter geklebt. Das ist dann eine MySQL-Daten oder MariaDB in dem Fall gewesen. Und guckt, dass die richtig konfiguriert ist. Wenn diese Datenbanktabellen nicht ganz passen, so, das sind so die klassischen Authentifizierungsprobleme mit eigentlich ist Installation noch gerade erfolgreich durchgelaufen, warum komme ich nicht rein? Ja, und hier einfach mal, ich musste den Screenshot machen. Ihr seht hier eine Stunde einer virtuellen Maschine und wie ihr seht, sie ist irgendwie die ganze Zeit sehr, 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 sehr aktiv mit ihrer CPU. Das Problem war aber, Login über SSH. So 15 Sekunden, um eine SSH-Session aufzubauen für eine doch etwas potentere Maschine, ist irgendwie nicht mehr gut. Das Problem war, Datenbank dahinter war nicht korrekt konfiguriert. Problem ist, genaues Debugging, ich habe es nicht mehr geschafft, weil dafür hätte ich irgendwie mir mal das Image forensisch angucken können. Ich wollte es aber eigentlich nur deployed haben. So sieht das Deployment übrigens aus und das sind so etwa 20 Minuten Zeitsnippet, wenn ihr die Konfiguration der Datenbanken richtig gesetzt habt. Aber dass es die Datenbanken waren, viel Spaß, das rauszufinden bei einem System, was unter sehr, sehr viel Last ist. Und also diese Schmerzpunkte mit so, hey, zu kleine VMs genommen zum Testen und so, die sind, plant bitte Ressourcen ein. Ich sag's auch noch dreimal, weil es ist wichtig, weil sonst macht es keinen Spaß. Was ich hier komplett ausgeklammert habe, den ganzen, oder nur kurz erwähnt, der HA. Es gibt, wenn ihr diese ganzen, ihr habt eure Komplexität vom OpenStack und jetzt wollt ihr noch das Ganze redundant. Vielleicht habt ihr es auf zwei Server und dann wollt ihr vielleicht auch, dass nicht beide Backups oder beide Versionen von diesem Snippet auf der gleichen SSD drauf liegen. Also müsst ihr das irgendwie ein bisschen Location Affinity machen. Oh, aber dann müssen die jetzt plötzlich sich auch noch miteinander synchronisieren. Failover geht noch ganz gut. Aber wie geht die Recovery? Weil plötzlich ist zum Beispiel unser ganzer Ring ja nicht mehr ganz da. Ja, und wie passe ich das eigentlich im Nachhinein an? Ja, ich würde sagen, da freue ich mich, wenn andere Leute darüber, die da mehr Ahnung von haben, Talks drüber halten, weil das sind Komponenten, die für sich alleine schon genug Komplexität haben, aber das selber aufzusetzen, ein bisschen unterschätzt mit kleinem Team. Ja, und jetzt danke ich für die Aufmerksamkeit für diese Begleitung in dieser Reise in diesem wunderbar schönen Rabbit Hole. Gratulation, Punktlandung, was die Zeit betrifft. Wir haben noch 15 Minuten für Fragen. Ich würde jetzt mal vermuten, es wird Fragen geben. Ich hoffe es zumindest. Wenn ihr eine Frage habt, wackelt mit Hand, Fuß, Tentakel, Katzenohr oder sonst irgendwas und ich bringe euch ein Mikro, damit wir die Frage auch im Recording haben. Fragen. Alle ausschlagen. Alle schlagen, ja. Das Wie war das nochmal auf der zweiten Slide mit diesem einen Tool? Ne? So, bis dahin sehen Cloud-Bilder immer noch hübsch aus. Jetzt fängt es an, unhübsch zu werden. Und jetzt wollen wir einfach nur eine VM deployen. Aber es hat doch gar nicht so schwer ausgesehen. Ich meine, das UI am Ende war doch total hübsch. UI, also. Das ist das Schöne, es läuft. Fragen. Es gibt keine dummen Fragen. Ne? Ja, also, und er hat ganz viele Schmerzen für euch durchgelebt. Holt euch das Wissen jetzt, solange es nichts kostet. Okay, dann einfach nur
für alle, die vielleicht irgendwie mit öffentlicher Infrastruktur zu tun haben. Ja, ihr werdet damit noch öfter zu tun haben. Guckt es euch lieber jetzt an, dann seid ihr dann fit und könnt vielleicht auch so Gemeindewesen-Dinge ein bisschen besser am Laufen halten. Ist vielleicht auch mal ganz nett. Und du bist auf jeden Fall jetzt noch heute und morgen auf jeden Fall noch da. Ich bin auf jeden Fall noch da und sollte wer ganz verrückt sein, würde ich sogar anbieten, wir können auch mal betreutes Installieren machen. Dann aber nur mit einem Kaltgetränk, ne? Ja, und bitte mit dem eigenen Hetzen oder was auch immer Account, weil das wird teuer. Gut, ich frage noch einmal in die Runde. Letzte Chance. Keine Fragen. Dann würde ich sagen, vielen, vielen herzlichen Dank und noch einmal einen großen Applaus. Dankeschön. Danke.